Da hat die Schoko-Croissant drinnen über dem Zaun im Müll vergessen. Worauf er gesagt hat, unbedingt, er muss noch mal rein, diese Schoko-Croissant holen. Ja, was dann genau in dem Augenblick passiert ist, kommt jetzt. Es kam nämlich um 1 Uhr oder 2 Uhr in der Früh ein riesiger Spartruck und hat da gerade geliefert. Also bitte sehr, die Szene folgt. Das ist der Spartruck. Das ist genau. Der Spartruck. Das ist der Spartruck, gell? So. So, da kommt jemand. Scheiße, scheiße, da kommt wer. Ich glaube, da hupft einer. Ist einer weg, oder? So, ich komm rüber zu dir. Ah, bleib mal schließen. Scheiße, was da war. Hey, ich schaff den Hopper doch noch. Ja, grüß dich. Ja. Ich bin bei dem Spa. Ja, ich hoffe, dass er ein Ende ist. Was da war denn? Entschuldigung. Er hat da nicht gemütlich die Bohrwand oben lassen, damit er brat genug ist, dass er wieder vorbeikommen. Und dann wird es kurz abgelenkt. Ich steige aufs Gas, vor hinten vorbei, über die Bohrwand drüber. Der Wartler, Alter, das gibt's ja nicht. Deutscher, komm! Oh, einer, Hut, vor mir! Scheiße, Alter, Alter! Wartler, bleib stehen! Scheiße, Alter, es war echt genial. Der Riesentruck hat versucht, unser kleines Auto zu verfolgen. Ich sage euch, die ganze Nacht war beleuchtet von einem 3 Meter hohen Funkenflug von der Ladebord von dem Asphalt. Ja, keine Ahnung, was sich der denkt hat. Ich glaube, der wollte einen Held spielen.